Hey, Dad. Darf ich dir Margaret vorstellen? Sehr erfreut, Margaret. Ganz meinerseits, Mr. Young. Die Zeit verfliegt nur so, hm? Wohl wahr. Take a straight and stronger course to the corner of your life. Make the White Queen run so fast. She hasn't got time to make you an diesem Ort. Hier wollen wir sein. Also, wenn du möchtest, könntest du die Nacht ja vielleicht hier verbringen. Ich könnte mein ganzes Leben hier verbringen. War unser Zuhause. Hier haben wir gelebt. Ich muss ehrlich zugeben, ich finde die Idee ganz nett, weil ich frage mich auch manchmal so im Leben, was war wohl alles genau an diesem Ort, an dem ich mich hier gerade befinde? Was war hier vor 10 Jahren? Was war hier vor 100 Jahren? Was war hier vor 1000 oder 1 Million oder 100 Millionen Jahren? Und das ist ja so ein bisschen anscheinend die Idee hier in Here, dessen Trailer wir uns gerade angesehen haben und den uns DCM ab dem 12. Dezember in die deutschen Kinos bringt, also gar nicht mehr lange warten. Und es ist der neue Robert Zemeckis-Film, einer, der eben große Filme gemacht hat, auch mit Tom Hanks natürlich schon zusammengearbeitet hat. Und neben Tom Hanks sehen wir hier Robin Wright, Paul Bettany wird mit dabei sein und es ist die Geschichte von Richard, der auf Margaret trifft und dann haben wir quasi genau diesen Raum und am Anfang so eine kleine evolutionäre Reise durch die Zeit der Dinosaurier bis hin zu den Säugetieren, Vögeln und so weiter und so fort in ja, die vielleicht jetzige Zeit und wie ein Haus gebaut wird und dadurch ein Raum entsteht, in dem Menschen zueinander finden und ich finde so einen Satz wie, ich könnte mein ganzes Leben hier verbringen, schon ziemlich sweet, ehrlicherweise. Es sieht ein bisschen schön aus, sieht ein bisschen rührend, vielleicht auch so ein bisschen tränenrührig aus. Für sowas bin ich tendenziell offen. Drama und Fantasy soll hier zugrunde liegen. Und das sind gerade mal 104 Minuten. Könnte also ein Film in der Kürze die Würze suchen. Andererseits war Robert Zemeckis in den letzten Jahren eben auch so einer, der es nicht mehr so ganz geschafft hat, die fantastischen Filme zu machen, die er einst hinbekommen hat. Deswegen, es gibt ein wenig Skepsis, aber die Konstellation vor der Kamera, hinter der Kamera und diese einfache Idee, die mich irgendwie catcht, weckt bei mir zumindest Interesse, mir hier anzuschauen. Und bis zum 12. Dezember ist noch Warten angesagt. Das Ganze basiert übrigens auf einer Graphic Novel. Und ja, lasst mal gerne eure Meinung hören zu diesem Trailer in den Kommentaren. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.